Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Jagd ist beendet. Mit dieser Twitter-Meldung der Bostoner Polizei endete um 2.58 Uhr deutscher Zeit die Jagd nach dem meistgesuchten Mann Amerikas. Unsere Themen. Erleichterung in Boston, Festnahme des mutmaßlichen Bombenlegers. Präsident in Italien, Napolitano bleibt als Retter in der Not. Ermittlungen gegen Hoeneß, Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung. Für die Bewohner von Boston und seinen Vororten geht ein Albtraum zu Ende. Einer der beiden mutmaßlichen Bombenleger von Boston ist tot. Der zweite, Djochar Tschernajew, ist gefasst. Er hatte sich letzte Nacht blutüberströmt in einem Garten versteckt, unter der Plane eines aufgebockten Bootes. Nach stundenlanger Belagerung durch die Polizei gab der 19-Jährige dann schließlich auf. Wenn er von seinen Schusswaffen genesen ist, dann wird das FBI viele Fragen haben. Bis dahin suchen die Beamten nach Beweisen und Spuren. Bevor wir Ihnen die Ereignisse der Nacht noch einmal zeigen, berichtet Marion Schmickler über die Erleichterung der Menschen in Watertown, wo es noch dauern wird, bis die Normalität wieder einkehrt. Polizisten prägen auch heute das Bild in der Franklin Street. Sie sperren den Teil der Straße ab, in dem es gestern zum Showdown kam. FBI-Ermittler sichern Spuren. Die Bewohner rund um den Tatort mussten ihre Häuser verlassen. In dem Haus hinter mir laufen die Ermittlungen immer noch auf Hochtouren, berichtet der Reporter. Alles klar bei euch? Die letzten Tage haben die Nachbarn zusammengeschweißt. Ausgangssperre, Schießereien, Festnahme, 22 lange Stunden. Wir haben unsere Kinder in einem innenliegenden Schlafzimmer in Sicherheit gebracht. Da waren wenigstens ein paar Wände dazwischen, falls es zu einer Schießerei gekommen wäre. Mein Vierjähriger war happy, weil er den ganzen Tag am Computer spielen und Sesamstraße gucken durfte. Endlich vorbei der Albtraum, erzählen uns viele. Der Tatort scheint die ganze Nachbarschaft magisch anzuziehen. Als müssten die Menschen mit eigenen Augen sehen, welches Glück sie hatten, die größte Verbrecherjagd Amerikas unbeschadet zu überstehen. Es wird noch lange dauern, bis wir das verarbeitet haben. Ich muss noch immer jedes Mal weinen, wenn ich das Gesicht des kleinen Jungen sehe, der bei dem Anschlag ums Leben kam. Ich habe selbst Kinder und es ist furchtbar, dass die Menschen so unnötig sterben mussten. So unnecessarily, it's just horrible. Warum die Anschläge? Auch wir machen uns auf Spurensuche. Ganz oben hat er gewohnt, zeigt uns Albrecht Ammon. Monatelang hat er mit einem der mutmaßlichen Täter unter einem Dach gelebt, nichts ahnend, dass der ältere der beiden Brüder hier Bomben baute, das FBI ihn offenbar überwachte. Ich hatte das Gefühl, der ist komisch. Einmal hat er die Bibel als Müll bezeichnet und den Koran verherrlicht. Es ist ja okay, wenn man an den Koran glaubt, habe ich ihm gesagt. Aber du musst auch andere Religionen respektieren. Wir haben heftig diskutiert. War er aggressiv? Leidenschaftlich, würde ich sagen. So leidenschaftlich, dass er zum Terroristen wurde? Der ältere der beiden verdächtigen Brüder habe die US-Regierung gehasst, erzählt Albrecht den vielen Journalisten. Boston sucht nach Antworten, doch noch gibt es nur Erklärungsversuche. Sind Eindrücke vom Tag danach. Tausende Polizisten und Spezialkräfte waren 6 Tage lang auf der Jagd nach den Attentätern. Aber viel größer noch schien die Zahl der Mitjäger. Es waren mehrmals Hinweise oder Videoaufzeichnungen aus der Bevölkerung, die die Polizei weiterbrachte. Die drastischen Bilder von gepanzerten Fahrzeugen in Wohnstraßen mögen ausgesehen haben wie eine Belagerung. Aber die Bürger fühlten sich bedroht von den bewaffneten Brüdern und nicht von den Uniformierten. Und so gab es nach einem tagelangen Krimi mit Toten und Verletzten am Schluss Applaus für die Polizei. Ingo Lamberti über die Nacht der Entscheidung. Thank you oder great job, gut gemacht, rufen die Bewohner von Watertown in der Nacht, als alles vorbei ist. Die Erleichterung ist riesengroß. Die Polizei hatte von Anfang an auf die Mithilfe der Bevölkerung gesetzt. Am Ende ist es fast Zufall, dass ein Anwohner den Verdächtigen entdeckt. Der Mann hatte Blut auf einem Boot entdeckt, das hinter dem Haus im Hof stand. Als er die Plane abnahm, sah er einen blutüberströmten Mann. Die Polizei liefert sich zunächst einen Schusswechsel mit dem Verdächtigen. Weil sie eine Sprengfalle vermutet, setzt sie einen Roboter ein, um die Plane vom Boot zu ziehen. Es werden Blendgranaten gezündet. Es dauert schließlich 2 Stunden, bis sich Djochar Tschernajew
einem Spezialteam des FBI, ergibt. Schwer verletzt wird er in eine Klinik gebracht. Jetzt suchen die Ermittler nach den Motiven von Shohar Tsarnaev und seinem zuvor auf der Flucht getöteten älteren Bruder Tamerlan. Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund verdichten sich. Aber, so sagt der Polizeichef von Watertown, nach dem, was wir wissen, waren die beiden allein. Präsident Obama hatte kurz nach den Ereignissen der Nacht mit Russlands Präsident Putin über den Terrorismus aus Tschetschenien gesprochen und wird in seiner wöchentlichen Videobotschaft am Morgen pathetisch. Die Welt hat gesehen, Amerika lässt sich nicht terrorisieren. Das ist, was von dieser Woche bleiben wird. Geschichten von Heldenmut, Entschlossenheit, Großzügigkeit und Liebe. Das Krankenhaus, in das Shohar Tsarnaev gebracht wurde, wird schwer bewacht. Sein Zustand soll sehr ernst sein. Aber so die Behörden, jetzt gibt es eine Million Fragen an ihn. Ja, mögliche Hintergründe untersucht die Polizei natürlich jetzt schon. Tina Hassel in Watertown. Und eine Frage, die schon sofort nach dem Anschlag auftauchte, die lautet ja, handelt es sich um Einzeltäter oder um Mitglieder einer Terrorgruppe? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Wir hatten es gerade ja angedeutet gehört in dem Bericht. Der Polizeichef von Watertown hat als einziger bislang angedeutet, dass es sich bei den beiden Brüdern um Einzeltäter handeln könnte. Aber Vorsicht, er ist das kleinste Glied in der Kette der Ermittler. Und hier alleine gehandelt zu haben, heißt nicht automatisch, nicht eventuell auch Hintermänner im Ausland haben zu können. Ja, in diesem Zusammenhang ist ja auch interessant, dass die amerikanischen Behörden schon 2011 Hinweise einer ausländischen Regierung erhielten, dass sich der ältere Bruder radikalisiere. Aber das wurde wohl unterschätzt. Wie wird denn das in den USA aufgearbeitet? Das wird zu der ganz großen politisch spannenden Frage. Hat das FBI 2011 nicht intensiv genug die Familie überprüft? Inzwischen wird hier offiziell bekannt gegeben, dass es sich um Warnungen von russischer Seite gehandelt haben sollte, die eindringlich vor dem älteren Bruder gewarnt hatten. Sollte da nicht gründlich genug diesen Hinweisen nachgegangen sein, dann wäre dies nicht nur für FBI-Chef Müller ein großes Problem, sondern das würde auch politisch dann auf den Präsidenten zurückfallen und das in einer Zeit, in der Obama gerade jetzt versucht, seine Einwanderungsreform einzubringen. Das wird in den kommenden Tagen ganz bestimmt die Diskussion hier beschäftigen. Vielen Dank, Tina Hassel nach Watertown. Rente ab 94 könnte es für den heute wiedergewählten italienischen Staatspräsidenten heißen, wenn er seine neue Amtszeit ganz ausfüllt. Giorgio Napolitano wollte eigentlich jetzt schon mit 87 Jahren seinen Hut nehmen und das Rentnerdasein genießen. Doch plötzlich ist er scheinbar der Einzige, der den politischen Stillstand in Italien beenden kann. Mehrere Kandidaten waren in 5 Wahlgängen durchgefallen. Normalerweise nicht beunruhigend. In der Vergangenheit brauchten die Abgeordneten auch schon mal 23 Wahlgänge bis zur Mehrheit. Aber die Zeiten sind nicht normal. Italiens Schuldenkrise schreit nach einer handlungsfähigen Regierung. Hilde Stadler berichtet. Der Hausherr im Quirinalpalast wollte in einem Monat dort ausziehen. Eigentlich. Heute wurde er von Politikern und sogar von Bischöfen geradezu angefleht, doch zu bleiben. Ich habe der Bitte, mein Mandat zu verlängern, entsprochen. Am Montag werde ich vor dem Parlament erklären, wie ich meine verfassungsrechtlichen Aufgaben als Präsident zu erfüllen gedenke. Die Erlösung im 6. Wahlgang. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Minutenlanger Beifall für den wiedergewählten Präsidenten Giorgio Napolitano, der 738 Stimmen erhielt. 504 hätten für die einfache Mehrheit bereits genügt. Pathos bei Silvio Berlusconi und seinen konservativen Parteikollegen. Triumphierend singen sie die Nationalhymne. Berlusconi geht als Sieger aus dem dreitägigen Wahlkrimi hervor. Die großen Verlierer sind die Linken, vor allem Parteichef Pierluigi Bersani. Seine Kandidaten Marini und Prodi fielen durch, weil sich die eigenen Parteikollegen verweigerten. Das Mitte-Links-Bündnis ist tief gespalten. Bersani kündigte seinen Rücktritt an.
Die wichtigste Aufgabe des alten und neuen Staatspräsidenten Napolitano ist, einen Weg aus der wochenlangen Regierungskrise zu finden. Der heutige Vertrauensbeweis des Parlaments könnte es ihm erleichtern, einen Regierungschef zu ernennen. Gelingt das nicht, kann Napolitano nun in seiner zweiten Amtszeit das Parlament auflösen und so den Weg freimachen für Neuwahlen. Doch längst nicht alle begrüßen die Wiederwahl Napolitanos. Vor dem Parlament versammelten sich Tausende, Emotionen kochten hoch. Schämt euch, haut doch ab, elendes Pack. Ich bin wie alle Leute hier sehr, sehr frustriert. Der Chef der Protestbewegung Fünf Sterne, Beppe Grillo, sprach gar von einem Staatsstreich. Noch am Abend forderte er alle Italiener zu Massenprotesten auf. Der Süden Chinas ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jan Hofer. Bei dem Erdbeben sind mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 5.700 wurden nach offiziellen Angaben verletzt. Die Helfer rechnen damit, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Das Beben erschütterte die Provinz Sichuan und hat eine Stärke von mindestens 6,6. Das Epizentrum lag bei der Stadt Ya'an. Die Erdstöße überraschten die Menschen am Morgen. Verschüttete suchen und retten, Verletzte versorgen. Die wichtigsten Aufgaben in den ersten 24 Stunden. Bei einigen kommt die Hilfe zu spät, sie können nur noch tot geborgen werden. Es war heute Morgen um 8.02 Uhr Ortszeit, als die Erde in der chinesischen Provinz Sichuan bebte. Bei vielen werden Erinnerungen wach an das verheerende Erdbeben, das 2008 die Region zerstörte. Mehr als 80.000 Menschen kamen damals ums Leben. Das Gebiet ist bergig, viele Dörfer sind noch von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zahl der Opfer ist deswegen schwer einzuschätzen. Klar ist, dass zehntausende Häuser zerstört sind. In der Katastrophenregion sind bereits mehrere tausend Soldaten und Rettungskräfte. Auch Ministerpräsident Li Keqiang hat sich auf den Weg nach Sichuan gemacht, um die Rettungsarbeiten zu koordinieren. Die Nothilfe für das heutige Erdbeben hat in China höchste Priorität. Die Syrien-Kontaktgruppe ist in Istanbul zusammengetroffen, um über Unterstützung für die Opposition zu beraten. Unter der Leitung des türkischen Außenministers Davutoğlu berät der Zusammenschluss westlicher und arabischer Staaten darüber, ob an die Gegner des syrischen Präsidenten Assad Waffen geliefert werden sollen. Großbritannien und Frankreich sind dafür. Die USA und Deutschland äußerten hingegen Vorbehalte. Eine Kompromisslinie könnte sein, Ausrüstungsgegenstände wie Schutzwesten oder Nachtsichtgeräte zu liefern. Bei der Lufthansa fallen durch den Warnstreik des Bodenpersonals am Montag fast alle Flüge aus. Nach Angaben des Konzerns werden nur 32 Maschinen abheben, die übrigen fast 1.700 Starts wurden gestrichen. Die Tickets für diese Flüge können kostenlos storniert oder auf andere Tage umgebucht werden. Innerhalb Deutschlands gelten sie am Montag auch in der Bahn. Der Grünen-Politiker Cohn Bendit ist mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet worden. Der langjährige Europaabgeordnete wurde für seine Verdienste um die deutsch-französischen Beziehungen und die Demokratie gewürdigt. Demonstranten protestierten gegen die Auszeichnung wegen Äußerungen Cohn-Bendits aus den 70er Jahren zu erotischen Spielen mit Kindern. Cohn-Bendit nannte seine damaligen Aussagen unerträglich. Er habe provozieren wollen, in einer von Tabubrüchen geprägten Zeit, sich aber niemals an Kindern vergriffen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Voskuhle hatte seine Festrede für Cohn-Bendit abgesagt. Und auch in der Welt des Sports hat jemand gerade große Probleme. Der Präsident von Bayern München, Uli Hoeneß, hat sich selbst wegen Steuerhinterziehung angezeigt. Jetzt hat er die Staatsanwaltschaft am Hals. Während seine Bayern heute ihre Rekordsaison erfolgreich fortsetzten, fehlte Hoeneß auf der Tribüne. Er ging ganz unüblich, Andreas Keckel, heute auf Tauchstation. Ja, und da muss schon so einiges passieren, damit der Bayern-Präsident auf seinen Tribünenplatz verzichtet. Wie der Fokus berichtet, hat sich Hoeneß bereits im Januar selbst angezeigt. Eine Aktion, mit der ein Steuerhinterzieher seine Strafe unter Umständen deutlich reduzieren kann. Einem Bericht der Münchner Abendzeitung zufolge soll es sich im Fall Hoeneß um mehrere hundert Millionen Euro auf einem oder sogar mehreren Schweizer Konten handeln. Demnach hat der Bayern-Präsident zeitgleich mit der Selbstanzeige schon mal vorsorglich einige Millionen an den Fiskus gezahlt. Die Rede ist von über 5 Millionen Euro.
Das Magazin Focus hat von der Steuersache Wind bekommen. In seiner Online-Ausgabe berichtet es, der Staatsanwalt ermittle gegen den Bayern-Präsidenten wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Focus zitiert Hoeneß: Ich habe im Januar 2013 über meinen Steuerberater beim Finanzamt eine Selbstanzeige eingereicht. Dies hänge mit einem Konto von mir in der Schweiz zusammen. Laut Focus hat die Münchner Staatsanwaltschaft dies bestätigt. Offenbar gab es im Anwesen des 61-Jährigen eine Hausdurchsuchung. Hoeneß hatte wohl auf ein Steuerabkommen mit der Schweiz gesetzt, das für Steuerhinterzieher milde vorgesehen hätte, jedoch im Bundesrat gescheitert war. Um wie viel Geld es sich handelt, ist unbekannt. Genauso woher das Geld kommt, ob zum Beispiel aus seiner Wurstfabrik oder aus anderen Quellen. Hoeneß selbst wollte sich gegenüber der ARD nicht äußern. Mit einer Selbstanzeige kann ein Steuerhinterzieher Strafe reduzieren oder sogar abwenden. Der Staatsanwalt prüft derzeit, ob dafür im Fall Hoeneß die Voraussetzungen gegeben sind. Ein Frischluftintermezzo, so hat es Sven Plöger wörtlich das Wochenendwetter vorhergesagt. Ja, das stimmt auf den Punkt, Sven, aber wie lange dauert das Intermezzo denn noch? Ja, Gott sei Dank, Tom, gar nicht so lange. Das ist ein Intermezzo, wo die Verdrängung schon morgen am Sonntag langsam anfängt. Dann zieht sich die Kaltluft zurück. Wir gucken mal mit Hilfe von Armin Obherden in Leverkusen einfach auf einen Baum. Das macht Vergnügen. Es war zwar kalt, aber der sieht ja schon ganz schön frühlingshaft auf. Oder vielmehr aus. Und jetzt gucken wir mal auf einen anderen Baum. Das sind gleich mehrere in Bayern. So sah das heute in Halblech aus. Ein Foto von Rainer Göhlich und das zeigt wirklich das Frischluftintermezzo. Das war richtiger Schneefall. Hier Höhenlage um die 800 Meter. Und so mancher wird sich freuen, dass das sich morgen schon wieder zurückziehen wird, das Weiß. Wir gucken mal auf unseren Temperaturvorhersagefilm. Sie sehen hier die Uhrzeit. Und in dem Moment, wo es gelblich wird, sind wir schon wieder mit Temperaturen von rund 15 Grad dabei. Das ist für Schnee einigermaßen unverträglich. Und im Osten Bayerns, da geht sogar noch ein bisschen weiter rauf. Gucken wir gleich hin, blicken zunächst in diese Nacht. Immer noch im Süden viele dichte Wolken, ein bisschen Sprühregen dabei, im Norden sternklar und drum dort wieder richtig kalt. Letzte Nacht schon teilweise frostig, das kann in dieser wieder passieren. 0 bis hier an der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein, minus 2 Grad. Unter den Wolken im Süden meist 7 bis 9. Der Sonntagvormittag. In der Westhälfte kommen immer dichtere Wolken von Süden an. In Baden-Württemberg etwas Sprühregen. An der Ostsee richtig schönes Wetter. Nachmittags insgesamt von Osten Besserung. Im Westen viele Wolken und einzelne Tropfen. Und gegen Abend ist es am Alpenrand nicht ganz ausgeschlossen, dass vielleicht noch mal ein kurzes Gewitter dann stattfindet. Denn die Temperaturen steigen hier bis 22 Grad, sonst in der Osthälfte 16 bis 19. Weiter nach Westen 10 bis 15 Grad. Der Wind kommt aus Ost, das Ganze mit Stärke 2 bis 4 zumeist. Die Aussichten dann für die Folgetage: Montag im Osten und Süden, Dienstag im Norden und Westen ein paar Tropfen. Im Norden 13, im Süden bis 20 Grad. Und der 15-Tage-Trend für Freiburg zeigt, da kommt sie wieder, die Wärme. Also Tom Boro, die Kälte wird weggeschoben. Und ich glaube, da wird niemand so richtig hier nachtrauern. Ich glaube auch nicht. Danke, Sven Plöger. Die nächsten Nachrichten, meine Damen und Herren, bringen um 0.10 Uhr die Kollegen der Tagesschau. Auch mit dem letzten Stand aus Boston. Der Zusammenhalt, den die Menschen dort zeigen, regt das Wort zum Sonntag zum Nachdenken an. Jetzt gleich im Anschluss. Das waren die Tagesthemen von heute. Morgen ist ein neuer Tag.